Körper der Hund im Wasser ist, desto mehr aufgeforderter Körper, desto leichter ist es für die Gelenke, umso gelenkeschonender. Die Belastung ist etwas geringer zum Muskelaufbau bei den gesunden Hunden oder nach der ersten Rehabilitationsphase kann man es dann etwas höher lassen, dadurch ist es anstrengender und wird die Muskulatur stärker aufgebaut. Ist ein zweijähriger Golden Retriever Rüde, der bei uns am Unterwasserlaufband geht und auch sonst physiotherapeutisch betreut wird. Da er leider schon einen langen Leidensweg hinter sich hatte, aufgrund einer schweren Dysplasie, aber wir konnten ihm sehr gut helfen und zurzeit geht es ihm sehr, sehr gut. Man sieht im Vergleich dazu auf den älteren Videos, wie sich das Gangbild von Baku positiv verändert hat.